Hey, willkommen zurück bei Spyro the Dragon. Ich wünsche euch viel Spaß und ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal direkt rein, ohne groß zu quatschen. Eins, einmal neues Spiel, rein. Ich verschwinde mal. Ich könnte nämlich die Zehen in voller Stärke nämlich genießen. Im Land der Drachen. Geh, Action. Was? Oh, ah, ein Drachenleben lang herrschte Frieden in unseren 5, oder sind es 6 Welten? Wir haben jetzt 12.000 Juwelen, oder sind es 14.000? Was ist mit diesem Gnasty Gnork? Wie ich höre, hat er eine Zauberformel, mit der er Edelsteine in Kämpfer für seine Sache verwandelt und arbeitet an weiteren Formeln. Das beantworte ich. Gnasty Gnork ist eine einfache Kreatur. Einfach? Er ist in einer fernen Welt gefangen und stellt keine Gefahr für das Drachenreich dar. Keine Gefahr! Und außerdem ist er hässlich. Hässlich! Jetzt Glanz! Ja, das hätte er wohl am besten nicht sagen sollen. Arbeit auf mich! Ja! Ich bin ja nicht so der Fan von dem ersten Teil. Ich mag den dritten Teil am liebsten, weil ich den halt öfter gespielt habe. Das Abenteuer beginnt. Aber der ist trotzdem schön. Ich würde mal sagen, wir gehen mal zum ersten Drachen. Und nochmal herzlich willkommen bei Spyro. Für die meisten ist das ja eine Kindheitserinnerung, für mich auch. Deswegen spiele ich die Teile auch so oft gerne, weil die einfach schön sind. Danke, dass du mich befreit hast. Rette 10 Drachen in dieser Welt. Der Ballonfahrer bringt dich dann in die nächste Welt. Was ist mit Nasty Nook? Den will ich kriegen. Suche zuerst die Drachen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Wer das, das Remaster von Spyro gucken möchte, gibt's als Fun Speedrun Longplay auf meinem Kanal. Wir haben nämlich einen Speedrun gemacht im Stream, die alten Spyro-Teile. Da kann man sich das nochmal angucken. Wo ist Nasty Nook? Den grill ich! Immer mit der Ruhe, Spyro. Du musst noch viel lernen. Weißt du, wieso dir die Libelle folgt? Ihr Name ist Sparks und sie beschützt dich. Behalt sie im Auge, dann siehst du, was ich meine. Vielleicht bringe ich das nochmal raus als Longplay, aber ohne Cam. Ich habe die ganze Zeit irgendwas im Auge. Machen wir als erstes das schreckliche Level, und zwar das Fluglevel. Ich hasse Fluglevel. In jedem Spyro ist das der gleiche Scheiß. In jedem. In jedem Spyro ist das der gleiche Mumpitz. Obwohl die hier eigentlich sehr einfach gehalten sind. Oh. Okay, beim Fliegen muss ich mich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Das ist ja. Willst du es nochmal versuchen? Ja, klar. Ich will ja die Sachen haben. Machen wir nochmal. Auf ein neues. Ich mag das alte Emil lieber als das neue. Ach, das waren schon alle. Dann verschwende ich hier gerade Zeit. Okay, machen wir das anders. Machen wir das hier anders.
Oh, das wird... Ja, ich glaube, das können wir noch mal machen. Ja, konnte man noch mal machen. Erst so, wenn man das erste verkackt. Okay. Leck, ruckelt der Stream? Okay, jetzt haben wir einen besseren Lauf als gerade. Scheiße. Komm schon her. Das wird knapp. Wow. Gut, das war sehr gut. Das war sehr gut. Nein, bloß nicht nochmal versuchen. Bloß nicht nochmal versuchen. Uiuiui. So, gehen wir in den nächsten Level rein. Und zwar hier. Normalerweise mache ich das immer als erstes. Hier müssen wir alles eingesammelt haben. Oh, hallo. Gib mir deine Edelsteinseele. Nehme ich gerne an mir. Wo gehen wir denn rein? Dark Hollow. Einmal rein, ne? Du weißt, dass dein Bild immer über der Zeit ist? Was meinst du über der Zeit? Ach so, haha. Jetzt wo du sagst, fällt es mir auch auf. Aber die Steine sind zum Glück nicht auf der Seite. Vielleicht teste ich bei den zweiten Spyro mal was aus. Dann probiere ich mal mit dem Greenscreen. Ich glaube nicht, dass wir heute den Teil hier durchkriegen. Ich glaube, das sind ein paar mehr Level. Obwohl, wenn ich Spyro in 4 Stunden durchkriege, dann fühle ich mich gut. Oh, du bist das. Ich war mir nicht sicher, ob du diesen lästigen kleinen Viechern entkommst. Natürlich lassen die mich in Frieden. Aber hier ein kleiner Tipp. Ihre Rüstung ist feuerfest, aber du kannst sie umstoßen. Das haben wir gerade schon herausgefunden. Hi!
Mutter, Kröte. Mutter Kröte, Mutter Kröte. Ja, komm, dreh dich um. Ich will dir deinen Arsch befeuern, meine Liebe. Na. Psst, Spyro. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Drück die Dreiecktaste, um zu zoomen und dich umzuschauen. Oh, dein Geheimnis ist in guten Händen. Das Schöne ist, hier findest du die Edelsteine auch viel besser als in den neuen Teilen, finde ich zumindest. Ich finde, in den neuen Teilen, dann ist das Rot nicht so krass zu sehen. Jede andere Farbe ist so richtig gut zu erkennen bei dem neuen Teil, nur das Rot nicht. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Und habt schön mit eurer Familie gefeiert und habt doch nicht für mich einen mitgesoffen. Weil die Folge kommt ja schon morgen raus. Wenn wir schon im neuen Jahr sind und nicht feuchtfröhlich auf der Arbeit hocke. Hey! Nein! Aua! Hau mich doch nicht mit deiner Keule! Okay, das klingt falsch. Zum Glück kriegen wir ein bisschen Leben. Habe ich den Schlüssel eigentlich noch oder habe ich das Ding jetzt aufgemacht? Hatte ich das da hinten jetzt aufgemacht? Ja, hatte ich. Okay. Spyro-Folgen kommen natürlich wie die anderen Folgen auch, alle zwei Tage. Also jeden zweiten Tag raus. Damit man so eine kleine Vorfreude hat. Große Feinde wie diesen Gnork mit einer Keule kannst du nicht umstoßen. Aber ein kurzer Feuerstoß, das dürfte helfen. Aber wir haben noch nicht... Habe ich hier alles eingesammelt? Nee, mir fehlt ein Zehner. Oh, ich habe noch den Schlüssel. Wer meint, ich habe nichts gesagt. Ich habe mir heute zum Anlass, dass wir Silvester haben, sogar Locken gemacht für den Stream. War auf jeden Fall einfacher als das müssten wir alle haben. Yes, wir haben alles. Wollen wir mal Level verlassen? Gotcha. Gotcha, gotcha. So. Gehen wir noch in ein Level rein, und zwar in... Propalter, einen wunderschönen guten Abend. Hallo! Ja, dann fühle ich doch hier wie zu Hause. Also... Mach dir einen schönen Abend. Genieß den Stream. Ich wollte heute einfach für die Leute, die alleine hocken und kein Silvester feiern, einfach einen gemütlichen, ruhigen Stream machen. Weil ich feiere nämlich auch kein Silvester. Von daher. Silvester ist nicht mehr so. Uiuiui. Crewfighter, ich hoffe, du hast schöne Weihnachten gehabt.
sollten wir machen? Ja, ist wenn es eigentlich Drachen auch. Wenn du einen Drachen befreist oder eine der Plattformen betrittst, kannst du das Spiel speichern. Das Oha. Ist nützlich, falls mal Probleme auftreten. Nicht, dass dir sowas passieren würde, Spyro. Okay, was ich mal mache... Aber kann ich hier eigentlich... ich kann die Soundeffekte leiser machen, aber die Musik laut. Warte mal. Das machen wir doch. Das machen wir doch direkt. So, ich habe es jetzt ein bisschen lauter gemacht. Okay, warte mal, warte mal. Aber im Grunde ist Silvester wirklich wie jeder andere Tag, außer dass da halt rumgeballert wird mit Feuerwerk. Bin ich jetzt. Au! Ich lache hier zuletzt. Du alter Mann. Mein Freund, möchtest du was über das Gleiten lernen? Klar doch. Für den längsten Gleitflug drück am höchsten Punkt des Sprungs die X-Taste. Um zu landen, drück im Flug die Dreieck-Taste. Ja, das wissen wir doch. Das wissen wir doch. Was wir nochmal machen ist... Ich hoffe, ich habe hier jetzt alles eingesammelt. Schon habe ich irgendwo wieder irgendwas vergessen, so wie ich mich kenne. Wo ich mich kenne, habe ich bestimmt irgendwo wieder was liegen lassen. Hier, die drei lasse ich immer liegen. Ach, guck mal da, hallo. Ah! Wusste nicht, wo so lang werden sollst. Ei Nummer 1. So, haben wir das erste Ei. Uah, hier sehe ich nichts. Habe ich da irgendwas liegen lassen? Aber ich muss gleich nochmal dahin. In den Schlüssel. Gucken wir nochmal nach da hinten. Ob wir hier noch irgendwas liegen gelassen haben. Guck mal, da liegen sogar noch welche. Uah. Da liegt auch noch was. Boah, ich drifte voll nach rechts ab. Haben wir die? Dann... Uhlalala. So. Astor. Nachdem du alle Drachen befreit hast, durchquere dieses komische Wirbelsturm-Dings, um in die Artisan-Welt zurückzukehren. Oder man drückt einfach nur Spiel verlassen. Das geht natürlich auch. Mache ich nämlich. Wenn ich irgendwo am Arsch der Welt bin in einer Karte und ich habe alle Sachen gefunden, dann renne ich nicht extra noch zum Wirbel. Ui. So, einmal Kiste auf, bitte. Da ist ja noch ein. Wir haben irgendwo noch einen Edelstein liegen lassen. Achte auf die Libelle, Spyro. Ihre Farbe zeigt an, wie viel Kraft sie hat. Wenn sie Schmetterlinge isst, bleibt sie stark. Genau wie ich.
Ja, klar. Was essen eigentlich die Drachen bei Spyro? Sind die Vegetarier oder was? Sind doch keine Vegetarier, oder? Ich gehe nicht davon aus, dass sie Vegetarier sind. Uns fehlt noch irgendwo ein paar Sachen. Gut, dass das hier nicht funktioniert. Spyro ist halt einfach, weiß ich nicht. Hast eigentlich schon recht. Spyro ist eigentlich kein besonderes schweres Spiel. So, du rennst halt von Level zu Level, sammelst alles ein und so. Ist halt nichts Schweres irgendwie dabei, aber Spaß macht es halt trotzdem. Das stimmt wohl. Ja, wahrscheinlich weiß gerade so. Wahrscheinlich eher, weil du halt damit aufgewachsen bist. So, das waren die ersten gescheiten Spiele, die halt auch gescheit aussahen für die damalige Zeit, die man halt auch gerne gespielt hat. Bin ich jetzt zumindest. Und dann ist das ja immer wieder eine Freude zu spielen. Das ist ja gleich hier wie die Harry Potter Teile für die PS1. So. Könnt ihr auch 50 mal spielen, genauso wie die Tomb Raider Teile. Die ist übrigens auch noch kommen wieder auf meinem Kanal. Okay, mir fehlt irgendwo noch einen Einser. Normalerweise kannst du Sparks den Joystick reindrücken und der zeigt dir dann an, wo die sind. Das funktioniert hier leider nicht. Got it. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.